Hallo und herzlich willkommen zu dem League of Legends Commentary mit Gewinnspiel. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Gewinnspiel. Ich habe es schon vorher mal angekündigt. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Ja, ich habe mir einfach mal ein Spiel ausgesucht. Ich glaube, das war einigermaßen okay. Und darin möchte ich einfach dann ein paar Fragen reinstecken, die, wenn ihr sie beantwortet, euch dazu Welcome to helfen Summoner's Rift. zu gewinnen. Und was gibt es zu gewinnen? A summoner has disconnected. Im Grunde ein Skin für 975, den ihr euch aussuchen dürft, den ich euch dann hole. Einsendeschluss ist, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Zweite Samstag, nee, zweite Sonntag nach 30 zweite seconds until minions Sonntag im fall. Juni, Juli. Also, zweite Sonntag im Juli ist Einsendeschluss für alle Antworten. Die Fragen zu beantworten dürfte nicht wirklich schwer sein. Von den Antworten bitte, wie ich schon erwähnt habe, was macht die da? Wie ich schon erwähnt hatte, immer die Anfangsbuchstaben nehmen und Minions have spawned. aha, das ist eine sehr komische Kombi, die hier führen. Beide auf Top, was für ein Troll-Game. Jetzt weiß ich, glaube ich, warum ich das genommen habe, weil es ein Troll-Game war. Ist egal. Jedenfalls, ah ja, genau, der Ezreal war ja mit mir auch in die Mitte gegangen, anstatt auf die Botlane und ach, alle ein bisschen am Rumtrollen. Ist aber noch gar nicht so alt, da, wie ihr seht, ist ja Aatrox hier zum Beispiel vertreten. Naja, jedenfalls die Anfangsbuchstaben von den Antworten nehmt ihr und die aneinandergereihte gibt dann das Lösungswort. Das Lösungswort ist nicht so besonders lang und besteht aus drei Wörtern. Also ich sag aber nicht an, wo die Leerzeichen sind, darauf werdet ihr dann höchstwahrscheinlich schon selbst kommen. Sind insgesamt, lass mich nicht lügen, 11 Standardfragen und eine First but not Sonderfrage. only. Wie gesagt, für jede richtige Antwort kriegt ihr ein Zettelchen mit eurem Namen, der in den Pott kommt. Ui. Ein Zettelchen mit eurem Namen, der in den Pott kommt. Für jeden weiteren Namen müsstet ihr entweder ein Abo machen oder die Bonusfrage beantworten. Und am meisten Zettel mit eurem Namen bekommt ihr in den Pott, wenn ihr, wie heißt es, Abo habt, alle Fragen, also das Lösungswort richtig habt und die Bonusfrage richtig beantwortet. Weil dann insgesamt 4 Zettel mit eurem Namen drin landen. Ich bevorzuge niemanden, auch niemanden, den ich kenne, weil gezogen wird von meiner Frau und die kennt sowieso niemanden. Und ja, wie gesagt, der Gewinner bekommt halt einen Skin für 975 RP. Darf er sich dann aussuchen. Müssen wir dann gucken, wie wir das machen, weil mit Paysafe geht auch irgendwie. Regulär würde ich das eigentlich über die Friendlist machen und dann verschenken. Das ist für mich so das Einfachste. Gut, dann lege ich einfach mal kurz los mit der ersten Frage schon. Und zwar wird ein Champion-Name gesucht, und zwar von dem Champion oder das Champion, welcher ein Kryo-Phoenix. Also ein Kryo-Phoenix ist. So, kennt ihr alle die erste Frage, der also damit schon relativ leicht beantwortet. Warum ich leider nur den. Oh Mann, Mann, der kriegt auf die Fresse. Warum ich leider nur dem. auf dem. Eine Person was schenken kann, oder beziehungsweise einen Gewinner auslosen kann, liegt einfach daran. Ich bin jetzt kein großer Name hier als Let's Player, habe dafür auch nicht genügend Abos.
als ob ich mir das so extrem leisten könnte. Also das ist jetzt reines Geschenke, was ich hier mache. Und dafür finde ich 975 RP reichen für den Anfang aus. Man kann das ja, wenn das irgendwie erfolgreich läuft, immer noch weiter ausbauen. Und dann kann man auch, was weiß ich, die ersten zwei oder drei dann denen was schenken und so von der Wertigkeit her abstufen. Naja, wir werden ja dann einfach mal sehen. So, kommen wir mal zur zweiten Frage. Gesucht ist ein Champion, welcher ein weiblicher Champ ist und 9 Schwänze hat. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Dann dran denken, nur die Anfangsbuchstaben von der Antwort werden gebraucht. Oh, da haben wir schon in der Mitte ziemlich stark durchgepusht, finde ich. Ja, Amumu dachte nach einer Zeit, dass er richtig gut ist. Ich muss sagen, bei diesem Game, das hat zwar richtig trollig angefangen, also für uns ziemlich gut. Trotzdem haben sich die Gegner doch nochmal rangemausert. Beziehungsweise, wie ich gerade sehe, haben die jetzt schon 2 Kills geholt auf der Botlane. Naja. Das ist vielleicht nicht das Beste, da so reinzugehen. Amumu. Ah, schade. Kommt ein Flash? Kommt ein Flash? Ja, kommt ein Flash. Nein, was machst du? Ah, naja, dann hol ich halt den Kill. Extra nach vorn geflasht, um den Kill noch holen zu können. Weil Gangplank ist einfach nicht hinbekommen. Man, ja, schönes wilde Rumgepinge. Da, wir brauchen Hilfe. Und dann kommt unser gefiederter Weiger. Jo. Der kommt, aber setzt sich einfach mal nur in die Mitte und bekommt direkt auf die Fresse. Ah, da war durch ein Auto-Hit. Ich wollte den anderen Kill eigentlich gar nicht. So, da wir hier in der Mitte so schön gefarmt haben, kommen wir zur nächsten Frage, die damit auch teilweise zu tun hat. Gesucht wird etwas, feststehende Verteidigungseinrichtung der Basis. Netterweise ist, wird zwar meistens im Englischen genannt, aber im Englischen wie im Deutschen die Antwort gleich richtig. Sprich, der erste Buchstabe ist dort genau gleich. Ah, da richte ich mich mit der Ulti nochmal vor ihm weg. Scheiß, warum geweine, ey? Mensch, Amumu. Wer ist dich doch mal? Der geht erstmal nur auf Rüstung. Das ist schon arg lustig. Jo, da ist der Timo-Geschichte. Oh Mann. Also Timo recht schön brav am Rumtrollen. Die haben sich wahrscheinlich drum gestritten, wer auf die Top-Lane gehen kann. Also, naja. So. Ja, den Atrox reporten, weil er dem Gegner hilft, das ist gut. Oh ja. Ja, okay, das stimmt. Ja, mit Weiger kannst du ja AP so nebenbei farmen, aber im Moment 2 AP. Das deckt nicht mit seiner passiven. Also nicht mit seiner passiven, aber mit seinem Kuh steckt er einfach nicht hoch. Warum auch immer. Der kann Weiger so stark werden, weil er einfach immer mit seinem Kuh auch nochmal die AP hochhaut. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn man jetzt theoretisch, ja, bei einem langen Game 300 Kills holt. Oh, schön. 300 Kills holt und tatsächlich alle mit dem Kuh. Na,
Hier hatten wir gerade, warum auch immer, so Frame-Einbrüche. Also muss ich mich entschuldigen. Oh, Gangplank und Ezreal zusammen. Ja. Bleib einfach stehen. Der ist echt nur am Trollen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, dass die tatsächlich später nochmal so eine Gefahr wurden, das hat mich echt gewundert. Naja. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Diesmal wird kein Champion oder sonst was gesucht, sondern mit denen kann man etwas füllen, von dem man am Anfang des Spiels erstmal direkt zwei bekommt. Wenn man weitere haben möchte, müsste man die sich dazu kaufen. Man kann sie nicht mit IP bekommen. Man muss sie wirklich kaufen. Oh, schade. Ja, da hat er Verbrennen abbekommen. Es lohnt sich, die Dinger selbst erst zu holen, wenn man ab Level 20 ist. Weil davor die Versionen sind eigentlich viel zu schwach. Wie ich finde. Oh, shit. Davor die Versionen sind wirklich einfach viel zu schwach. Ja, schön. Nochmal die Fesseln da rausgehauen. Deswegen auch ein guter Tipp immer an alle Neulinge. Kauft euch die, was hier gesucht wird, erst ab Level 20. Rampage. Wenn man bis hierhin die Antworten eigentlich schon hat, kann man schon auf den ersten Teil von den drei Teilen des Lösungssatzes kommen. Den Rest kann man sich dann schon fast denken. Aber, naja. Gut, dann setze ich gleich einen noch drauf, damit der nicht so lange warten müsst. Gesucht ist diesmal eine Person. Ja, bitte dran denken, eine Person, eine menschliche Person, ja. Und zwar ist das ein Spieler bei SK Gaming, der hauptsächlich in der Midlane halt unterwegs ist. Oder eigentlich ausschließlich. Ich persönlich finde ihn ein sehr sympathischer Bub, der zwar jetzt nicht, finde ich, nicht der beste Midlaner ist, aber dafür, wie gesagt, sehr, sehr sympathisch und das macht ihn auch in der Community eigentlich ziemlich beliebt. Und ja, wie gesagt, SK Gaming in der Midlane, ihr wisst, wen ich meine. Wenn nicht, habt ihr etwas verpasst. Wir laufen da auch alle ein bisschen zerstreut rum, einfach mal so. Also ich habe mir gedacht, pushen wir einfach alle Lanes mal durch bis zu dem Inhibitor Tower. Mal gesehen hat sie mich noch nicht. Ah, ich fesseln gerade dran, so ein Scheiß. Und viel zu nah an den Tower, also sind meine Pflanzen direkt kaputt gegangen, weil die können sonst schon Damage austeilen. Könnt ihr mir glauben? Oh, drei von uns haben 4 Kills. Ich leider ohne Assist bisher unterwegs. Oh, die portet sich schon weg. Ging aber schnell. Hab ich ja noch nicht mal was gemacht. Jo, mit der Ulti geht der nach oben, um zu farmen. Das ist ja auch, auch nice. Ja, der S will zurück in die Mitte. Aber unser Aatrox ist hart am Fien. Ah, der versucht die Gegner aufzupushen durch seine Aktionen. Ah, das, ja, das macht Spaß. Mit Cyber kann man ja wenigstens den Lua Lene machen. Da gibt es ja wenigstens keine Probleme. Was mit anderen Champions doch schon mehr zu kämpfen. So, jetzt noch den Ezreal irgendwie beschützen, wenn es geht. Oh Gott, weit daneben. Ja. Das ist jetzt für euch Geschichte. Das war's dann. So, da, oh, da haben wir noch eine schöne Frage. Wieder gesucht ist ein Champion.
Der Champion hat den Untertitel oder diesen Titel generell, der magische Aszendent. Der magische Aszendent ist sein, ja, Titel, Ruf. Und zu seiner Geschichte so ein bisschen, ist in der Zivilisation von Shurima gewesen und hat sich mit großer Hingabe der Zauberei gewidmet. Ich weiß auch nicht, warum ich dazu neige, AP-Champions zu nehmen, ne? Noch kleiner Hinweis. Die könnte ich eigentlich auch mal spielen. Oh Gott. Timo nur am Rumlachen. Kann einem ja schon fast auf den Sack gehen. Ah ja. Jetzt holt der Timo noch einen Kill. Wie geil. Ja, da hat der Timo einfach mal noch einen Kill geholt. Sogar durch fast nichts tun schon auf Ulti-Stufe gekommen. Hat sogar noch Pilz gesetzt. Ja. Da, ja, da ist der Veigar, aber passiert nichts weiter. In der Zeit kann ich hier die schön die Botlane pushen. Während Pantheon das gleiche eigentlich auf der Toplane macht. Naja, mal eigentlich schön eingeteilt. Einer geht Botlane, der andere geht Toplane. Oha. Und Unstoppable. schön. Ja, nee, das ist weniger schön. Na, das wäre echt nicht nötig gewesen. Nun gut, kommen wir zur nächsten Frage. Zur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frage. Damit ihr ungefähr wisst, wo ihr seid. Siebte Frage jetzt, ja. Es ist ein Champion gesucht. Dieser Champion beherrscht den Heaten-Kampfstil. Ist mal kein Midlaner. Eher auf der Toplane anzutreffen und wie ich finde, ziemlich stark. Lasst bloß nicht feeden. Ich sag jetzt nicht, ob weiblich oder männlich. Eigentlich müssen sofort alle wissen, um wen es sich handelt. Naja. So, denkt dran, wie gesagt, nur die ersten Buchstaben sind wichtig. Der Rest ist total unwichtig. Will ich nichts mehr zu tun haben. Oh, da guckt der Timo echt nur zu. Wieso hat. Ach so. Ja, habe ich noch eine Attacke gesetzt, deswegen hat der Schaden bekommen und der steht da einfach nur und lacht, ey. Oh Mann, ey. Die sind wahrscheinlich voll ausgerastet. Jo, Weiger. Ja, Weiger, dann laufe ich wieder zurück. Oh nein, einer Mumu. Einer Mumu. Einer Mumu. Es will sich dran ziehen. Es will sich dran ziehen. Es hat sich rangezogen. So ein Scheiß. Kacke. Ich bin tatsächlich mal gestorben. Mist. Nur noch 5-1-1. Naja. So. Als nächstes ist ein Begriff gesucht. Und zwar der Name einer Attacke. Und zwar ist es die Ulti von Leona, beziehungsweise ihr R, was genau das gleiche ist, Ulti oder ihr R, bei Standard-Tastenbelegung, entschuldigen. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Oder. Oh, shit. Oh, shit. Entkommt ihr auch noch? Tja, tut mir leid. Sie ist entkommen. Was macht denn unser Pantheon da in der Base? Blöd rumstehen. Naja, das finden wir dann wenige. Oh, schön. Oh. Ja, los. Gib mir den Blumen. Gib mir den Blumen.
Mumu. Ach Mensch. Ich hab gehofft, der Mumu gibt mir den Blue, aber naja. Gut, als nächstes haben wir eine Champion-Bezeichnung. Wir alle wissen zum Beispiel die Bezeichnung. Ahri zum Beispiel ist ein Assassine. So, es wird jetzt aber nicht Assassine gesucht, sondern etwas anderes. Und zwar die Bezeichnung von Champions, die viel aushalten oder aushalten müssen. Ich gebe euch noch einen ganz großen Tipp. Garen ist ein ganz berühmt-berüchtigter Vertreter von ihnen. Du machst immer noch keinen Schaden. Wie viel? 21 AP hat der immer erst noch. Eieiei, meine Fresse. Und nach wie vor nur der Anfangsbuchstabe ist wichtig. Den Rest könnt ihr euch schenken. So. Jo. Ich mag Quit Blink nicht. Tut mir leid. Aus irgendeinem Grund mag ich Quit Blink nicht. Ich finde. Ach, meine Güte. Ich finde, dann lieber Tanky spielen oder so. Blink, weil du bist einfach viel zu schnell weg. Gut, du kannst so aufhalten, ne? Stimmt auch wieder. Slow, slow, slow. Und dann selber noch ein bisschen schneller werden. So, Ahri. Ahri, du. Wenn du nicht aufpasst, hast du ein Problem. Ich wollte es nur schon mal im Voraus erwähnen. So, Ahri geht da rein, zack, zack, und Ahri hat, wie ich gesagt habe, ein Problem. So, schnell über die Wall. Und ich bin safe. Gut. Da ihr immer noch gewinnen wollt. Es wird eine Stadt gesucht, oder beziehungsweise der Name. Die Wall, die Pilzwall. Der Name einer Stadt. Und zwar ist die Stadt. Die Stadt. Oder die Heimatstadt von Lux und Javan 4. Also, falls ihr euch auch nur ein bisschen mit der Geschichte auskennt, seid ihr automatisch direkt jetzt schon drauf gekommen, welche Stadt das ist. Und ihr werdet euer Lösungswort schon fast fertig haben, weil es kommt eigentlich nur noch ein Buchstabe. Und ihr müsstet jetzt eigentlich schon wissen, warum, welches Wort das ist. Ach, jetzt hat er aufgehört zu lachen, jetzt redet er nur noch. Atrox ist auch noch rausgegangen. Ich glaube, der hat die Schnauze voll gehabt von diesem scheiß Timo. Aber finde ich ganz gut, so als Trollgame, da brauchst du eh nichts zu erwähnen nebenbei. Dann kannst du dann ruhig. Ah, guck mal an, da ist der Weiger. Ach scheiße, bin ich echt noch reingelaufen. Ja. So, macht dann doch noch mal Schaden, wenn auch nicht viel. So, ja gut, dann kann ich eigentlich noch die letzte Frage raushauen. Dann fasse ich das noch einmal alle Fragen ganz kurz zusammen für die Leute, die nicht aufgepasst haben, und noch eine letzte Chance erbitten. Es wird wieder ein Name, eine Attacke gesucht. Und zwar ist es diesmal die Ulti von Caitlyn. Also, R von Caitlyn. Beziehungsweise Ulti von ihr. Oh, der lässt sich jetzt noch freiwillig töten. Mein Schaden soll es nicht sein. Oh, Ezreal bekommt den Kill, das ist mir auch wurscht. Machen wir nebenbei halt den Inhibitor noch. Hat der Frozen Mallet, ja? Ne, Iceberg gar nicht. Oh, ja, guck mal, jetzt kommt der Pantheon.
Ist das Amumu-Geschichte? Weil so viel sieht der Amumu auch nicht aus. Ja, also nochmal die letzte Lösungs... der letzte Lösungsbuchstabe ergibt sich aus der Antwort. Welches ist, oder wie ist der Name der Ulti von Caitlyn? Gut. Da nicht unbedingt alle Leute mal aufgepasst haben oder auch den Nerv dazu haben, jetzt so ein bisschen versteckt im hinteren Teil des Videos noch die Antwort oder die Fragen. Kurze Zusammenfassung. Zuerst wird ein Name gesucht von einem Champion, und zwar der Champion, der ein Kryophönix ist. Danach ein weiblicher Champ mit 9 Schwänzen. Der Name von dem weiblichen Champ. Dann wird etwas gesucht, was eine feststehende Verteidigungseinrichtung der Basis ist, welche im Englischen wie im Deutschen den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Danach wird etwas gesucht, ein Name gesucht von etwas, wovon man am Anfang 2 Seiten hat, sich noch welche hinzukaufen kann für Riot Points, und welche, oder damit füllt man diese Seiten. Man sollte aber möglichst erst ab Level 20 die kaufen, die Weiterentwicklung, die letzten Entwicklungen davon, weil es sich dann erst lohnt. Dann wird der Name eines Spielers im realen Leben gesucht, der bei SK Gaming hauptsächlich in der Midlane unterwegs war. Dann wird der Name eines Champions gesucht, nämlich der den Untertitel der magische Aszendent trägt und der in der Zivilisation von Shurima sich mit Großhingabe der Zauberei widmete. Daraufhin wurde ein Champ gesucht, der den Hiten-Kampfstil beherrscht. Darauf wird der Name der Ulti von Leona gesucht, also ihr R. Und dann haben wir noch die Bezeichnung von Champions, die viel aushalten, in Englisch bitte. Also da man das hauptsächlich eigentlich, selbst wenn als Deutscher immer im Englischen sagt, gehe ich mal davon aus, dass ihr das auch im Englischen dann sagt. Also bitte, bitte, bitte im Englischen, ja. So, dann die Heimatstadt von Lux und Jarvan 4. Und als letztes noch der Name der Ulti von Caitlyn. So. Ich hoffe, ihr habt alle Antworten da. Ihr müsst jetzt nur noch die Anfangsbuchstaben nehmen. Somit habt ihr einen Satz, der bestehend aus, lasst mich nicht lügen, 6, 11 Buchstaben besteht. So, und um eure Chancen noch zu erhöhen, jetzt die Zusatzfrage. Die Zusatzfrage kommt gleich erst, wenn wir hier aufgeräumt haben. Zack. Und zack. Oh, krass. So, auf der letzten Stufe haben wir ihn dann doch noch geholt. Ja. Aatrox ist ja sowieso nicht mehr da. Stinkern dann noch so ein bisschen die Minions ab. Ja, die Ulti noch hochgesetzt. Nochmal schön gestorben. So, also. Da wir jetzt gewonnen haben, noch die Zusatzfrage für alle Leute, die ihr nur beantworten könnt, im Grunde, wenn ihr eigentlich die Videos von mir ab und zu mal guckt. Es ist, mit welchem Champ, von denen ich die Videos auch hochgeladen habe, habe ich in einem Game 2-mal einen Quadra-Kill geholt. Also ich habe mit manchen Champs schon häufiger mal einen Quadra-Kill geholt. Mit dem Champ habe ich aber in einem Game 2 Quadra-Kills geholt und ich habe das Spiel auch hochgeladen. So, von daher könntet ihr es wissen. Gut. Nochmal so als Erinnerung. Alle Fragen richtig beantworten. Mir dann die Nachricht schicken. Ich schreibe es extra nochmal rein, damit das wisst. Wer sie öffentlich postet, erhöht einfach nur die Chance, dass die anderen auch richtig haben, obwohl es nicht allzu schwer ist. Also von daher, ihr könnt sie von mir aus auch in den Chat posten, dann
akzeptiere ich das zwar, aber jeder, der das irgendwie sieht, wird die Antwort haben und sich damit einklinken können. So die Chancen zu gewinnen erhöht ihr natürlich, indem ihr noch die Zusatzfrage beantwortet oder eventuell halt oder und, wenn ihr eventuell ein Abonnement mit reintut. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall einen Gewinner auslosen. Ich werde ihn auch hier hinschreiben und dann in die Friendslist aufnehmen wollen, damit ich ihm das Geschenk machen kann und er somit gewonnen hat. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wollte das einfach nur ein bisschen verpacken in ein Troll-Game-Commentary. Und viel Spaß und viel Glück.